So, liebe Freunde des gepflegten Zweirads, jetzt geht's also los. Heute Tag des europäischen Fahrrades. Und wo sind in Franken die Probleme für die Radfahrer? Ich werde mal gucken, wo sind die heiklen Stellen. Tank mich mal die nächsten paar Stunden ein bisschen durch die Stadt. Was dabei rauskommt, das seht ihr dann hier. Also, jetzt geht's los. Bicycle, bicycle. Heute ist der europäische Tag des Fahrrads. Wo sind die Probleme in Nürnberg? Dippi, wo bist du gerade? Guten Morgen. Am Marientunnel, mein Friend. Schon, wenn man an der Stelle vorbeifährt, wo diese Blumen auch sind, ist schon krass irgendwie. Ist schon echt hart. Kann ich mir vorstellen. Da ist ja vor ein paar Wochen ist ein relativ junger Mann noch ums Leben gekommen an der Stelle. Ah, richtig. Richtig. Also da muss auf jeden Fall nachgebessert werden. Da muss nachgebessert werden. Problem ist, es ist wirklich ein Nadelöhr. Jeder, der von der Südstadt natürlich in die Innenstadt möchte, muss hier durch. Und Problem ist, der Radweg stadtauswärts endet einfach. Ja? Und deswegen fahren viele Radfahrer direkt auf der Fahrbahn gleich, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und da ist das Problem, die Straßenbahn ist mit drin in dem Tunnel. Mhm. Also eine düstere Stelle, wo man am liebsten auch gleich wieder durch ist als Fahrradfahrer. Mhm. Wie war der Weg dorthin? Bist du gut durchgekommen als Fahrradfahrer? Naja, auch in der Südstadt an sich, der Bereich Schweigerstraße, da sind immer wieder Engstellen durch die Straßenbahnhaltestellen. Und wenn du von hinten dann ein lautes Geräusch hörst, als Radfahrer musst du auf der Straße fahren, da denkst du dann schon, hoffentlich hält er jetzt genügend Abstand. Ne? Ja. Also es ist nicht so einfach. Wo sind die ganz heiklen Stellen? Und das will N1-Verkehrsexperte Dippi herausfinden. Er ist heute Morgen in Nürnberg unterwegs. Wo bist du denn, Dippi? Rathenauplatz stadtauswärts, wenn es in die äußere Bayreuther Straße geht. Kurz vor der Kurve hört der Radweg einfach auf. Dann musst du auf die Straße fahren und da sagen viele, das ist halt richtig, richtig gefährlich. Ja, das sind die schlimmsten Stellen, wenn der Radweg einfach aufhört. Das geht überhaupt gar nicht eigentlich. Vor allem ohne irgendein Schild, ohne einen Hinweis. Absolut. Zum Beispiel hat mir Jasmin erzählt, sie fährt dann lieber auf dem Gehweg. Also es ist ja sicherer, weil sie muss da jeden Morgen lang und da fahren auch große Lastwagen. Und es ist hier schlichtweg so gefährlich. Wie gesagt, da geht es dann zack einfach auf die Straße und es ist dann schon Wahnsinn. Allerdings muss ich auch sagen, ich war positiv überrascht. Ich bin ja vom Marientunnel hierher gefahren und es lässt sich eigentlich ganz gut fahren. Also man muss auch mal die positive Seite sehen. Bisschen Erfahrung gesammelt hat er jetzt schon. Er ist unterwegs. Dippi, guten Morgen. Wo bist du denn? Ja, mir geht ein bisschen die Düse. Ich stehe gerade auf einer Brücke über dem Rangierbahnhof und zwar Katzwanger Straße und da geht es in die Nürnberger Gartenstadt und das soll Nürnbergs gefährlichste Stelle für Radfahrer sein. Ich stelle dir mal die Situation. Es geht runter von der Brücke und dann geht es hinein in ein Tunnel. Das ist verengt. Da fahren auch Straßenbahnen, fahren auch Busse, beidseitig Autos und kurz vor dem Tunnel endet der Radweg. Es bleibt also keine andere Wahl, als da reinzufahren. Ich würde sagen, wir machen es mal, oder? Wir sind live dabei, ja. Und, also, ist es da, wo es direkt zum Südfriedhof geht danach, ne? Genau, richtig. Ja. Also da wird es eng, man kriegt einen ordentlichen Zacken drauf. Guck jetzt nochmal nach hinten, mir geht echt so ein bisschen der Stift, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh mein Gott. So, und tatsächlich, zack, einfach. Radweg zu Ende, Leitplanke, unten auch Straßenbahnschienen. Eieieiei. Besser. Also. Sei vorsichtig. Gott sei Dank kam jetzt keiner von hinten. Aber ganz ehrlich, gerade im Feierabendverkehr, keine angenehme Geschichte. Gerade auch der Straßenbelag ist an der Stelle wirklich eine Katastrophe auch. Absolut. Also da bitte Stadt Nürnberg dringend nachbessern.